Hi Leute, heute geht's um deine Work-Life-Balance. Und zwar wollte ich heute mal auf diese Trennung zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit eingehen. Dass dann ein grundsätzlicher Irrtum vorliegt. Es gibt nicht Arbeitszeit und Lebenszeit getrennt. Deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit. Das finde ich schön, wenn dir mal wirklich bewusst wird. Während du arbeitest, lebst du auch. Du schickst keinen Roboter auf die Arbeit. Deine Arbeitszeit ist gleichzeitig deine Lebenszeit. Und deswegen geht es wirklich darum, die Qualität deines Lebens auch während der Arbeit zu verbessern. Im Leben geht es nicht darum, 5 Tage zu arbeiten und dann 2 Tage zu leben. Nein, du lebst immer, du lebst auch während deiner Arbeit. Und die Qualität deiner Arbeitszeit ist viel wichtiger, die ist viel länger als deine Freizeit heutzutage. Okay? Das heißt, du solltest schauen, jeden Moment deines Lebens voll auszukosten, zu genießen. Genieß es, wenn du auf der Arbeit bist. Was hält dich davon ab? Was hält dich davon ab? Du musst doch nicht warten, bis deine Arbeit vorbei ist, bis du dich freuen darfst, bis du glücklich bist. Du kannst jeden Moment glücklich sein deines Lebens. Das wollte ich heute einfach nur mal raus. Das war's auch schon. Was gibt es dazu noch zu sagen? Dazu gibt es Mittel und Techniken, die kannst du ganz einfach lernen, kannst du ganz einfach machen. Du kannst jeden Moment bewusster werden, du kannst durch ganz einfache Atemtechniken zum Beispiel in den Moment zurückkommen, bewusster werden. Gibt es verschiedene Übungen, völlig egal, im Happy Life Kurs habe ich da zum Beispiel ein paar drin. Such dir da was raus, was dich anspricht, völlig egal. Das Wichtige ist, dass du es machst, sonst verändert sich nichts. Du musst es jeden Tag üben, jeden Tag machen, wie ein Musikinstrument zu lernen. Und dann entwickelt sich jeden Moment Glück in dir. Du kannst wieder steuern, wann du glücklich bist. Du bist nicht mehr abhängig von den äußeren Umständen. Ich kann auch glücklich sein und völlig in Ekstase. Wenn das reinste Chaos um mich rum ist, wenn ich auf der Arbeit sitze, egal was. Das ist immer der Kontext des Lebens und nicht die Sache an sich. Es ist immer der Kontext, immer wie du, in was für einem Zusammenhang, in was für einer Einstellung du was machst. Mal angenommen zum Beispiel, du verstehst nicht, was ich spreche, weil du kein Deutsch kannst. Stell dir das jetzt nur mal vor, du kannst kein Deutsch. Dann ist es für dich nur ein Geräusch, das ich mache. Einfach nur Laute. Und ein anderer hört irgendein Wort von mir, irgendeinen Satz, dem irgendwas nicht passt an dem Satz. Er gerät völlig außer Rage und regt sich auf und ist wütend. Wenn dir das bewusst ist jeden Moment, du gibst den Kontext. So, wenn du kein Deutsch kannst, dann regst du dich nicht auf über das, was ich sage. Das ist alles witzig. Du siehst da jemanden neben dir wild gestikulieren, der macht da Geräusche, die kommen aus seinem Mund. Okay? Was ist dabei? Ein anderer regt sich plötzlich drüber auf. Es ist immer nur der Kontext. Es ist das, was du, die Bedeutung, die du dem gibst in deinem Kopf. Das meiste Leiden existiert gar nicht. Nur in deinem Kopf. Das ist nur ein psychologisches Drama, das du immer wieder durchspielst. Und das kannst du durchbrechen, wie gesagt, mit ganz einfachen Mitteln und Techniken. Such dir da was raus, mach's. Das ist ganz einfach. Ja, ein erster Schritt ist, bewusst den Atem zu beobachten, immer wieder, irgendwelche Momente. Nur als kleiner Tipp, fang damit an, wenn du auf der Arbeit sitzt. Jedes Mal, wenn du ein neues Fenster an deinem PC öffnest, mach einfach mal bewusst einen Atemzug. So, kleiner Moment. Diese Momente setzt du immer mehr, dass du dich immer mehr wieder mal auf deinen Atem konzentrierst. So, ganz einfache Übung, ganz simpel. Bring Stabilität, Bewusstheit immer in dein Handeln. Musst du machen.
üben. Jeden Tag immer mehr machen, immer mehr ausbauen. Und dann erhöht sich die Qualität deines Lebens immer mehr, jeden Moment. Ja, das wünsche ich dir. Mach's gut, Leute. Ciao.